Ich freue mich, dass ihr da seid. Freies Thema, das heißt Apostelgeschichte. Das heißt, Apostelgeschichte 17 geht weiter. Dritter Teil unseres Themas, wie baue ich eine evangelistische Predigt auf am Beispiel des Apostels Paulus. Und ich fange mal damit an, dass ich einen kurzen Blick zurückwage. Paulus beginnt seine evangelistische Predigt auf dem Areopag, also mitten in Athen, dadurch, dass er selber sich anschaut, wie haben die Leute damals eigentlich Gott angebetet. Was war für seine Zeit typisch? Er beschreibt, was er sieht, und mir war es, wir sind jetzt bei dem dritten Teil, also ganz am Anfang, dritte Predigt zu diesem Thema. Mir war es in der ersten Predigt wichtig, euch eine Sache deutlich zu machen. Paulus geht durch Athen, schaut sich an, was machen die Leute, und er benutzt als Aufhänger für sein evangelistisches Gespräch genau das, was er sieht. Und meine Idee für euch war, geht mit offenen Augen durch diese Welt, schaut euch an, was Menschen tun, um glücklich zu werden oder ihrem Leben einen Sinn zu geben oder irgendwie ewig zu leben. Es ist ganz offensichtlich, dass der Mensch mehr will, als nur vor sich hin zu vegetieren. Und dieses Mehr, das können wir sehen. Wir können das sehen und damit ganz viele Anknüpfungspunkte finden für ein evangelistisches Gespräch. Und zwar egal, ob das die Sehnsucht nach echter Ruhe ist. Oder ganz süß, unser Trailer am Anfang, oder? Ja, diese Sehnsucht, endlich wieder Normalität. Ja, warum? Ich meine, kümmert irgendeinem Hund da draußen, dass Corona ist? Nein, aber uns schon irgendwie. Was ist das, was da kaputt geht? Wonach wir uns sehnen, vielleicht dieser Wunsch nach Gemeinschaft, vielleicht ein Wunsch nach Gesundheit, nach langem Leben. Aber du kannst auch anfangen beim Engagement für Umweltschutz und artgerechte Tierhaltung. Es spielt eigentlich keine Rolle. Schau dir an, was diese Menschen sich wünschen. Schau dir ihre Sehnsüchte an und du kannst damit das Evangelium verknüpfen. Sehnsüchte, die da sind, weil Gott in uns hinein etwas von sich, von seiner Sehnsucht nach Leben gelegt hat. Und deswegen gibt es in uns eine Sehnsucht nach Frieden. Deswegen gibt es in uns eine Sehnsucht nach Sinn, nach Ewigkeit, nach Verantwortlichkeit. Und in letzter Konsequenz eine ganz tiefe Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Nach der Begegnung mit dem, der alleine diese Sehnsucht stillen kann. Das war Schritt 1, vorletzte Predigt. Also wenn du hineingehst in das Gespräch mit Menschen, starte doch einfach da, wo sie auch stehen. Such nach Bezügen in der Gesellschaft, im Verhalten deiner Zuhörer und schau dir an, was sind ihre Sehnsüchte. Du kannst ganz ehrlich sagen, das, was hinter deiner Sehnsucht steckt, wenn du das wirklich gestillt bekommen möchtest, auf eine Weise, wo deine Seele am Ende sagt, yeah, das wirst du bei Gott finden. Zweiter Schritt, letzte Predigt. Denk an die Strategien, wie Menschen diese Sehnsucht stillen wollen. Nimm diese Ideen, die sie haben, was sie tun, auf und denk das ein Stückchen weiter. Paulus macht das, er schaut in seine Zeit, er sieht, die Leute haben einen extra Tempel oder in einem Tempel einen extra Altar gebaut für den Schöpfergott. Und er denkt jetzt einfach diese Idee ein Stückchen weiter und denkt sich, was für eine Schnapsidee. Ich meine, ich habe da einen Gott, wo ich weiß, für den habe ich noch keinen Gott gebaut. Das muss so der Übergott sein, der von dem alles kommt, der mich erdacht hat. Und jetzt versuche ich, diesem Gott, der sich Menschen ausgedacht hat, dadurch gerecht zu werden, dass ich noch einen Altar baue mit noch einer Statue, ja, und noch irgendwas aus Stein und Silber und Gold.
sorry, das kann es doch eigentlich nicht sein. Apostelgeschichte 17, Vers 29, da waren wir so ein Stück stehen geblieben. Paulus sagt, da wir nun Gottes Geschlecht sind, wir Menschen sind das, da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen. Da ist der Denkfehler, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also wenn ich schon verstanden habe, da fehlt noch was an Gott. Ja, der Pantheon meiner Götter ist irgendwie nicht vollständig. Also kriegt der Schöpfergott noch seinen Altar? Dann bitteschön, schau doch mal, was der gemacht hat. Das geht doch nicht, das ist doch absurd. Die Frage, wo nimmt Paulus diesen Gedanken her, dass der Gott, der alles gemacht hat, dass der nicht passt? Und das haben wir in Vers 28 gelesen. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Deswegen ist eine Steinstatue zu wenig, weil wir in Gott leben, durch ihn leben. Eine Steinstatue kann das nicht gemacht haben. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Also wo hat Paulus diese Idee her, dass noch einen Altar bauen mit noch einem Standbild, dass das Quark ist? Naja, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Er hat einfach in der Kultur nachgeschaut. Und wir müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr tun. Wir müssen nur darauf hinweisen, dass wir nicht die Ersten sind, die eine Wahrheit formuliert haben. Es sind häufig, und ihr erinnert euch vielleicht, bei der Predigt hatte ich dieses, ja, I can't get no satisfaction. Ja, das sind die Poeten unserer Zeit, das sind die wahren Philosophen, die Dinge durchblicken. Und wir dürfen sie nehmen und wir dürfen sie in einem Gespräch zitieren, weil sie die Wahrheit sagen. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich mache einen Podcast und das sind so 5 Episoden die Woche, kleine geistliche Impulse für Christen. Und letzte Woche ging es um Glaube und Wissenschaft. Am Montag ging es um einen Einwand, den man häufig gegen den Glauben bringt. Der Einwand geht so: Wer an Wunder glaubt, ist naiv. Und ich stand dann da so und mir überlegt, was kann ich dazu sagen? Und dann fiel mir Paulus in Athen ein. Und normalerweise, wenn mir jemand diesen Vorwurf macht, hey, wer an Wunder glaubt, ist naiv, die normale Entgegnung von meiner Seite aus wäre die, nein, ist er nicht, weil ich glaube an den Schöpfergott und der Schöpfergott hat sich die Naturgesetze ausgedacht und natürlich kann ein Gott, der sich die Naturgesetze ausgedacht hat, auch mal einfach etwas tun, was diesen Naturgesetzen widerspricht. Er kann die auch mal für den Moment außer Kraft setzen, wenn er will. Das wäre logisch. Aber ich dachte mir, nee, jetzt habe ich euch das gepredigt, jetzt mache ich das einfach mal. Und mein erstes Argument zu diesem Einwand, wer an Wunder glaubt, ist naiv, mein erstes Argument, meine Antwort lautete Nena. Nena ist eine deutsche Sängerin, inzwischen auch ein wenig in die Jahre gekommen. Zu meiner Zeit bekannt mit einem Lied 99 Luftballons. Da könnte man sie kennen, aber sie füllt interessanterweise immer noch die Stadien. Und im Jahre 2018 gab es eine Deutschland-Tournee und ich habe dann ein Video angeschaut von so Dortmund, ja, Halle voll. Und was singt Nena? Nena singt: Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und die Halle sagt nicht, was für ein blöder Text, nee, Wunder gibt's nicht, sondern die Halle, ja, Wunder geschehen, ihr habt's gesehen, ja, immer wieder, wir sind nicht verstehen. Ja, also, die gehen voll mit. Das heißt, mein erstes Argument, wenn jemand sagt, Jürgen, du bist total naiv, wenn du an Wunder glaubst, ich sage, Nena ist meine Prophetin. Und sie sagt's. Was sagt sie? Naja,
Nena spricht aus, was alle denken. Es mag sein, dass du mich für naiv hältst, wenn ich an die Wunder der Bibel glaube. Ja, kannst du tun. Und gleichzeitig merke ich, wie da draußen niemand in einer Welt leben will, in der es keine Wunder gibt. Vor allem dann nicht, wenn du mal eine schlimme Diagnose bekommst oder vor den Scherben deiner Beziehung stehst. Das war mein erstes Argument. Wir glauben eigentlich alle irgendwie an Wunder. So, warum bringe ich das? Ich bringe das, damit ihr versteht, wie einfach es ist. Leute haben eine Sehnsucht und du musst nur einfach mal schauen, wie geht diese Kultur mit dieser Sehnsucht um. Punkt 1, schnapp dir die Sehnsucht der Menschen. Punkt Nummer 2, zeige, dass ihre Strategien nicht aufgehen. Und womöglich benutzt die Bibel, aber das musst du häufig gar nicht. Du kannst den gesunden Menschenverstand benutzen, wie er sich, soweit ich das sehe, gerade in Kunst und Literatur widerspiegelt. Da ist so viel Wahres und das dürfen wir verwenden, da dürfen wir Menschen darauf hinweisen, dass ihre Antworten doch selbst im Kontext dieser Kultur viel zu kurz greifen. Kommen wir zum dritten Punkt und letzten Punkt, um ein evangelistisches Gespräch aufzubauen. Und bis jetzt war das Gespräch cool. Ja, wenn man über Nena redet, das geht immer noch ganz gut. Jetzt wird es haarig. Wir kommen nämlich jetzt zum Evangelium. Und das Evangelium selber ist, egal ob wir das wollen oder nicht, das Evangelium ist ein Stolperstein, an dem man sich stoßen kann und auch wirklich böse wehtun kann. Paulus ist einer, der das immer wieder erlebt hat. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Da sagt er, denn das Wort vom Kreuz, und das ist das Evangelium, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz. Das Kreuz ist der Kern des Evangeliums. Und das Kreuz steht dafür, dass wir, die wir gläubig sind, an einen jüdischen Rabbi glauben, der ungefähr 30 nach Christus irgendwo am Rand des Römischen Reiches als Verbrecher hingerichtet wurde. Und dass dieser Mann, der da hing, Gott war. Und dass sein Tod tatsächlich das mit Abstand wichtigste Ereignis der Weltgeschichte war. Das ist das, was wir glauben. Und so etwas zu glauben, ist entweder eine absolute Dummheit oder aber es ist Durchblick, wie man es bei Menschen ganz selten findet. Und wenn ich jetzt in meiner Predigt, in meinem evangelistischen Gespräch an diesem Punkt angekommen bin, dass ich das Evangelium verkünde, dann kommt eben auch der Punkt, dass ich etwas sage, dass ich geistliche Inhalte weitergebe, die Menschen in eine Entscheidung hineinzwingen. Ja, wenn ich von Jesus rede, dann muss ich was machen mit diesem Wissen. Und diese Entscheidung, die klingt für manche Leute so absurd und so unglaubwürdig, dass es wirklich leicht fällt, das, was ich sage, dann zu ignorieren, es für eine Torheit, für eine Dummheit zu halten, für wirklich ausgemachten Blödsinn. Das ist nicht schwer. Das Evangelium ist für die einen, für die, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn ich einmal verstanden habe, wie grandios es ist, das Evangelium zu kennen, also meine ganze Schuld los zu sein, das ist so, wow. Und auf der anderen Seite, für Leute, die verloren gehen, ist das unglaublicher Murks. Woran liegt das? Es liegt daran, dass im Zentrum des Evangeliums ein Kreuz steht. Und das Kreuz, die Tatsache, dass einer für mich gestorben ist, das Kreuz ist tatsächlich das Ende aller menschlichen Bemühungen, mich selber zu retten. Ich mache noch nicht so lange Podcast, von daher bin ich selber noch sehr am Lernen.
Und ich höre mir dann auch schon mal die Konkurrenz an. Und da gibt es zum Beispiel einen Podcast, der heißt oder hat den Titel Gott erfahren, erkennen, verehren, dienen. Das hat jetzt nichts mit dem christlichen Gott zu tun. Das ist so Yoga-Vedanta-Spiritualität. Und da heißt es dann, Zitat, spiritueller Fortschritt kommt allmählich. Du musst lange praktizieren. Daher gilt es, bis zum letzten Atemzug spirituelle Praktiken zu üben. Triff die Entscheidung, langfristig zu praktizieren. Wie gesagt, das ist Hinduismus, also jetzt nicht überrascht sein, ich rede nicht über das Christentum. Vielleicht wirst du, heißt es dann, mit dem letzten Atemzug Gott verwirklichen. Ja. Ha? Sowas kommt an. Ich werde Gott. Vielleicht erst mit dem letzten Atemzug, aber ja, ich kann was tun. Ja, ich kann den Gott in mir wecken. Solange du das predigst, sind die Menschen glücklich, weil du ihnen sagst, du kannst es schaffen, du kannst was tun. Wirklich, Hauptsache, der Mensch kann mitmachen, kann was leisten. Das liegt dem Menschen. Nur das ist das, was wir nicht predigen. Nicht einen Atemzug lang. Und deswegen wehe, wenn wir das Evangelium predigen, weil das Evangelium ist ganz anders. Es fängt damit an, dass ich nichts tun kann, weil ich nichts habe und Gott alles schon getan hat. Und zwar vor ganz langer Zeit. Das ist das Evangelium. Und nicht nur vor ganz langer Zeit, sondern an einem Kreuz. Dort ist Gott für mich gestorben. Und das ist genau das, wo der Mensch jetzt wenn er das erste Mal hört, ein fettes Problem bekommt, oft nichts damit anfangen kann. Ein Gott, der sich nicht von mir beeindrucken lässt, nicht von meiner Leistung, nicht von meinen Titeln, nicht von meinen Errungenschaften, nicht weil ich so ein netter Kerl bin, sondern ein Gott, der sagt, das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du aufgibst. Das ist das. Dass du zugibst, ich schaffe es nicht. Das ist ein Gott, mit dem wir uns ganz schwer tun. Aber es gibt keine andere Form der Errettung. Und deswegen kommt man bei einem evangelistischen Gespräch, wenn man irgendwann sagt, schau mal, das ist das Evangelium, wenn man sich zum Kreuz und zu diesen Wahrheiten im Zentrum des Evangeliums vorarbeitet. Man kommt unweigerlich dahin, dass man die Person, mit der man redet, konfrontiert mit der Wahrheit. Und diese Konfrontation führt dazu, dass Menschen jetzt, wenn sie wissen, aha, das ist das Evangelium, dass sie wissen, ich muss mich entscheiden. Ich muss irgendwie mit diesen Informationen umgehen. Und jetzt wollen wir uns diesen Moment anschauen, den es auch im Gespräch von Paulus mit seinen Zuhörern in Athen auf dem Areopag gab. Und wenn ihr euch noch erinnert, es gab eine Einstiegsfrage, Apostelgeschichte 17, Vers 18, da heißt es, aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Das steht im Raum, diese Frage, wer ist dieser Paulus, was hat er uns zu sagen? Da scheint es zwei Götter zu geben, Jesus und die Auferstehung. Wie gesagt, wir haben das überhaupt nicht zusammengekriegt. Und es ist klar, wenn Paulus jetzt im Verlauf der Evangeliumspräsentation irgendwo hin muss, dann muss er auf diesen Punkt. Wie passt Jesus und wie passt Auferstehung, wie passen diese beiden Dinge zusammen? Und das hören wir uns jetzt an. Und bevor ich das vorlese, noch einmal, es gibt bei einem evangelistischen Gespräch diesen Moment, wo wir uns total dämlich vorkommen. Weil wir wissen, jetzt werden wir etwas predigen. Wenn der andere das hört, steht er vor einer Entscheidung. Ich kann hinter die Wahrheit nicht zurück. Ich kann ihm das Evangelium nicht netter machen, als es ist.
Und im Zentrum des Evangeliums steht nun mal die Tatsache, dass er, wenn er sich nicht bekehrt, verloren geht. Ich komme an diesem Punkt nicht vorbei. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an Gespräche, wo ihr wusstet, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich es dem anderen sagen. Und Paulus ist an diesem Punkt und jetzt hören wir uns das mal an. Es ist die Stelle, nach der Stelle teilt sich die Menge. Nach der Stelle habe ich die, die spotten und die, die sagen, hey, das hört sich interessant an, davon möchte ich gerne mehr. Apostelgeschichte 17, die Verse 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist der Moment, wo die Katze aus dem Sack ist. Jetzt steht alles da, jetzt wird es heikel. Das ist so ein bisschen Bang. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, übersehen im Sinne von nicht gerichtet. Gott hätte die Antike jahrhundertelang für den Götzendienst, den die Leute betrieben haben, richten können. Er hat es aber nicht getan. Er hat das übersehen. Dafür tut Gott jetzt etwas ganz anderes. Statt zu richten, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und wir merken, das Evangelium ist keine neutrale Botschaft. Das Evangelium wird uns vor eine Entscheidung treffen. Will ich Buße tun oder nicht? Warum ist das so? Ganz einfach. Auferstehung ist passiert. Da ist einer von den Toten auferweckt worden. Und seine Auferstehung ist der Beweis. Der Beweis wofür? Dafür, dass er eine besondere Bestimmung zu erfüllen hat, nämlich die Bestimmung, der Richter der ganzen Erde zu sein. Gott, der Vater, legt in seiner Souveränität einen Tag fest, an dem er Gericht hält. Und dieser Tag, der bekommt jetzt einen Richter. Und das ist nicht Gott, der Vater, sondern es ist der Herr Jesus. Und durch die Auferstehung kann jeder Mensch wissen, wer Richter am Ende der Tage ist. Und weil Gott das getan hat, nicht nur einen Tag festgesetzt hat, sondern einen Richter eingesetzt, deshalb müssen Menschen jetzt handeln. Also wo so etwas in der Weltgeschichte passiert, das darf nicht einfach an uns vorbeigehen, im Sinne von hat nichts mit mir zu tun, doch hat es. Und zwar, weil du Teil der Menschheitsfamilie bist. Du gehörst dazu. Du bist genauso verloren, wie alle verloren sind, genauso wie du gerettet werden kannst, wie alle die, die ans Evangelium glauben. Du gehörst dazu. Was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Gott gebietet, Buße zu tun. Was ist Buße? Buße ist die komplette Änderung meiner Lebensausrichtung. Ich war jemand, der... Ich habe mein Leben gelebt. Ich war mein eigener Gott. Und jetzt, nachdem ich eine Zeit lang mich nicht für Gott interessiert habe, fange ich an, mich für Gott zu interessieren, auf Gott zu hören und für Gott zu leben. Das ist Buße. Ich bin unterwegs weg von Gott und ich drehe mich um und ich mache mich auf den Weg Richtung Gott, Umkehr. Das will das Wort Buße sagen. Und das ist ein Gebot Gottes für jeden einzelnen Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Ja, so hört sich dieses Gebot an. Alle, überall. Buße ist das, was ein Mensch braucht, um gerettet zu werden. Egal wie nett du bist, egal was du an guten Werken vorzuweisen hast, egal wie religiös und fromm du bist,
Jeder Mensch, der gerettet werden will, muss sein altes Leben hinter sich lassen. Er muss sich hundertprozentig Gott zuwenden. Er muss sein Denken und sein Verhalten auf Gott ausrichten. Paradigmenwechsel. Wisst ihr, es geht Gott nie darum, nur noch ein paar Gottesdienstbesucher zu rekrutieren. Ja, Gott kann mit sowas wenig anfangen. Es geht darum, dass wir Buße tun. Gott gebietet Buße, weil es diesen Tag des Gerichts gibt. Die Auferweckung Jesu ist die Auferweckung des Richters. Und warum tut Gott das? Das steht jetzt nicht im Text, aber ich dachte, ich bringe euch diesen Gedanken mit. Warum setzt der Vater den Sohn als Richter aller Menschen ein? Und die Antwort lautet, weil er ihn liebt. Gott, der Vater, hat ein unglaubliches Interesse daran, dass man den Sohn ehrt. Also ich habe den Eindruck, Gott, der Vater im Himmel, merkt schon, den Leuten wird es leichter fallen, an mich zu glauben, als an den Sohn zu glauben. Und da steht immer so die Gefahr im Raum, dass man über den Herrn Jesus geringer denkt, als über Gott, den Vater. Da wird Gott, das Wort, wird Fleisch und wir erleben ihn als Menschen. Und da besteht einfach die natürliche Gefahr, dass wir diesen Jesus von Nazareth in seiner Göttlichkeit nicht ernst nehmen, nicht so ernst nehmen wie Gott den Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel, der den Sohn liebt, sorgt dafür, dass wir den Sohn lernen zu ehren, wie wir den Vater ehren. Johannes 5, die Verse 22 und 23, da heißt es, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Ja, der Vater hätte richten können, logisch, macht er aber nicht. Er gibt das Gericht dem Sohn. Warum? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Darum geht es. Der Vater will, dass die Menschen über den Sohn groß denken. Dass wenn Menschen über den Sohn nachdenken, sie verstehen, wow, das ist der Richter aller Menschen. Der hat Bedeutung. Dass wir nicht zu klein über Jesus denken. Wer den Sohn nicht ehrt, heißt es am Ende in Vers 23, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Es geht nicht, dass man sagt, ich glaube an Gott, aber mit diesem Jesus kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Das geht nicht. Das geht nur, wenn ich mir im Blick auf Gott einen Gott bastle, der, naja, den es nicht wirklich gibt, wenn ich an einen selbstgemachten Gott glaube. Aber in dem Moment, wo ich nicht an einen Gott glaube, der meinen Überlegungen entspringt, sondern an den Gott, der wirklich ist, der Gott, der Himmel und Erde ins Dasein gerufen hat, an einen, wie er sich für uns darstellt, dreieinigen Gott. In dem Moment, wo ich mich auf dieses Mysterium einlasse, dann geht es nicht anders, als dass Jesus in meinem Denken dieselbe Ehre bekommt wie der Vater. Und damit das passiert, damit Jesus von Nazareth, der nur einen himmlischen Vater hat und keinen menschlichen und deswegen Sohn Gottes genannt wird, damit dieser Jesus von Nazareth in meinem Denken ganz oben steht, deswegen hat der Vater entschieden, ich möchte, dass er wird der Richter der Welt. Zurück zu Paulus auf dem Areopag. Paulus predigt Gericht und er predigt die Auferstehung als Beleg dafür, dass Gott sich einen Richter auserwählt hat. Frage, warum kann Jesus eigentlich Richter sein? Warum kann das kein anderer Mensch sein? Und die Antwort, naja, er ist auferstanden, steht doch da. Okay, aber warum ist er auferstanden? Also wir feiern das ja an Ostern. Ja, warum können wir Ostern feiern? Und die Antwort lautet, weil Gott ihn gerechtfertigt hat. Die Auferstehung Jesu macht eine Sache ganz klar. Und zwar, die Auferstehung macht klar, dass das Opfer, was am Kreuz gebracht wurde, dass Gott mit diesem einen Opfer
völlig zufrieden war. Das war das eine Opfer, was gebracht werden musste für die Sühnung der Sünden dieser Welt. Und als die Sühnung erfüllt war, kann Gott sagen, jetzt sind wir fertig. Und damit die ganze Welt sieht, dass ich zufrieden bin, dass hier das Projekt Rettung der Menschheit vollendet ist, kommt der Vater und sorgt dafür, dass der Sohn auferweckt wird. Der Herr Jesus hat unsere Ungerechtigkeit auf sich geladen. Der Herr Jesus ist am Kreuz für meine Sünden gestorben und hat sie gesühnt, hat mich erlöst, erkauft. Und daran zu glauben, fällt mir deshalb leicht, weil ich weiß, dass der Vater zu diesem Opfer ein Ja und Amen gefunden hat. Und ich finde dieses Ja und Amen in der Auferstehung. Lasst uns kurz 1. Johannes 2 lesen, weil wir finden in Jesus den, der für unsere Sünden gestorben ist, der sie gesühnt hat, und wir finden in ihm den Gerechten. 1. Johannes 2, die ersten beiden Verse. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Merkt ihr das? Da ist jemand gerecht. Er hat unsere Ungerechtigkeit getragen, ist für unsere Ungerechtigkeit gestorben. Er wurde zum Fluch gemacht. Aber dann gibt es diesen Moment, wo Gott, der Vater, sagt, jetzt ist gut. Jetzt hast du genug gelitten. Jetzt hast du alles erreicht, was es zu erreichen galt. Und jetzt bist du der in den Augen der Menschen Gerechte. Ich rechtfertige dich. Ich zeige allen, wer du bist. Du bist der Gerechte und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Er ist die Sühnung. Und Sühnung, ja, kommt daher, dass meine Schuld bezahlt wird. Das ist Sühne. Jemand anders bezahlt für mich. Wir sind am Ende der evangelistischen Predigt von Paulus angekommen. Wir sind gestartet mit Sehnsucht. Ein Blick darauf, was wünschen sich Menschen. Und Paulus hat das gemacht, er hat sich die Tempel angeschaut und er hat gemerkt, hier sind Menschen, die wollen mit Gott ins Reine kommen. Und er hat diese Sehnsucht genommen, benannt. Und er hat sich ein klein bisschen weiter gedacht und einfach nur festgestellt, schaut mal, das, was ihr da tut, das führt doch eigentlich nirgendwo hin. Aber, jetzt komme ich. Und ich möchte diese Sehnsucht aufgreifen und euch sagen, da ist etwas anderes passiert in der Geschichte. Und dieser andere Moment, wenn du den verstehst und an den glaubst, dann wird Gott in dein Leben hineinkommen. Wenn du bereit bist, Buße zu tun, dann wird Gott in dein Leben als der hineinkommen, der alles neu macht. Der die tiefsten Sehnsüchte deines Lebens, wie sie sich vielleicht zeigen daran, dass du genusssüchtig bist, sportsüchtig bist, dich um alle möglichen politischen Ämter kümmerst oder viel liest und klug werden willst und. Gott ist der, der in dein Leben hineinkommt. Und diese Sehnsüchte nach Leben kennt und sie stillen möchte. Aber alles fängt an mit einem Moment der Buße. Und deswegen, in dem Moment, wo wir das Evangelium predigen, müssen wir den Zuhörern zwei bittere Pillen zumuten. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Zum einen, sie müssen verstehen, jeder Mensch muss Buße tun. So wie du jetzt bist, kommst du nicht in der Ewigkeit bei Gott an. Das geht nicht. Du bist untauglich für die Ewigkeit. Egal, was du gelitten und durchgemacht hast, du bist untauglich. Und der zweite Punkt, wenn ich es nicht tue, werde ich gerichtet. Jesus ist nicht zum Spaß auf diese Welt gekommen.
Verlorenheit ist eine Realität. Ewiges Leben gibt es nur bei ihm. Und kaum ist das gepredigt, merken wir, wie in der Gruppe so was passiert. Und ihr werdet das oft erleben. Es wird Leute geben, die hören das und sagen, hey, das ist cool, du hast da was und das hat mir noch nie jemand erzählt. Wie war das mit Jesus? Kannst du mir noch mal erzählen, wie war das in deinem Leben ganz genau? Wie hast du dem Herrn Jesus dein Leben übergeben? Und du kannst weiter erzählen. Und es wird Leute geben, die sagen, weißt du was? Ich hielt dich bis eben für halbwegs normal und relativ nett, aber du hast echt einen Schuss. Es wird diese beiden Entwicklungen geben. Apostelgeschichte 17, die Verse 32 bis 34. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Ha, kann man sich mehr vorstellen, ja? Spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Merkt ihr? Es geht auseinander. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, das ist ein Mitglied des Gerichtshofes, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ein allerletzter Gedanke. Wir können Menschen die Entscheidung für oder gegen das Evangelium nicht abnehmen. Wir können ehrlich sein bei der Präsentation des Evangeliums. Wir müssen ehrlich sein. Wir dürfen auch nichts verheimlichen. Es geht um Leben und Tod und das müssen wir den Leuten sagen. Aber die Entscheidung selber bleibt bei den Zuhörern, ganz alleine. Niemand muss glauben. Aber, und das ist eben auch wahr, jeder darf interessiert sein, darf weiter Fragen stellen und darf sich uns anschließen und dadurch vielleicht zum Glauben finden. Das geht auch. Und in diesem Sinn, möge Gott uns das schenken, dass wir in diesem Leben noch vielen Menschen das Evangelium erklären dürfen. Und möge er es uns schenken, dass wir uns dabei klug anstellen. Amen.